Kaiserslautern und am Denkmal der Großen steht schon der Stefan Kunz. Das freut uns sehr. Ja, hereinspaziert. Bitteschön. Da haben wir Glück, dass wir Sie hier treffen. Ja. Am Denkmal der Großen. Also, so sieht es aus. Ja. Stefan. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, einmal rund um den Betze. Genau. Rund um den Betze. Europameister, Vorstandsvorsitzender vom 1. FC Kaiserslautern, Stefan. Das hört sich immer so offiziell an. Ne? Wie viel Fußballer steckt denn drin im Vorstandsvorsitzenden? Wie viel Fußballer? Ja, wenn ich ins Trainingslager mitfahren kann und bin dann auch so 10 Tage oder 8 Tage in den Trainingsanzügen und nur Turnschuhe an, Fußballschuhe an, man kann wieder ein bisschen mitmachen. Man kann es nicht leugnen. Meine Frau sagt dann immer, du siehst dann abends glücklicher aus. Also scheint irgendwo so ein Urfußballer immer drin zu bleiben. Ich habe auch gelesen, du warst ja auch nochmal aktiv nach deiner großen aktiven Zeit, mit deinem Bruder noch ein bisschen zusammengekickt. Mhm. Und da kam nochmal so das Gefühl, back to the roots, ja? Fußball an den Wurzeln. Genau, also es war mein Dorfverein. Das war natürlich sensationell, weil im Grunde genommen ist das der Fußball, den die meisten Leute kennenlernen. Auf dem Dorf, in der Kabine geht es darum, ja, was machst du eigentlich nochmal? Automechaniker, ja, ich habe da eine Beule, ja, anderes ja, ja. Dachdecker, er kann es am Samstag nicht mal. Und der schafft bei der Karlsberg-Brauerei, ja, ich bräuchte mal nochmal für eine Fete. Das war eigentlich immer das, was das total interessant gemacht hat. Und da habe ich so einen riesigen Spaß gehabt. Das war so ursprünglich, urtümlich. Beinschuss im Kreis waren dann nicht 10 Euro oder 20 Euro, sondern die erste Runde im Sportheim. Und es ist dann wirklich so, du stehst dann im Sportheim und du musst dann auch eine von diesen Frikadellen essen, die dann da hinten liegen, weil in dem Moment nichts anderes geht. Da hast du keine Lust auf einen Rumpsteak oder so ähnlich. Und bald geht es ja auch gegen Köln. Da ist der 1. FC Kaiserslautern mal deutscher Meister. Ja, das ist die eine gute Erinnerung, weil wir da dann anschließend die Schale überreicht bekommen haben. Eine andere gute Erinnerung ist natürlich das Heimspiel, als ich hier angefangen habe, was wir in der zweiten Liga gewinnen mussten, um nicht abzusteigen in die dritte Liga, was auch gewonnen wurde, wo aber die Lastenverteilung auf Kopf, Schultern und Herz etwas anders war als damals in Köln, wo es nur in den Beinen und im Herzen so lag. Wie groß war die Rolle des Fußballs in der Familie? Der Papa war ja auch erfolgreich. Dort, wo ich aufgewachsen bin, da in Neunkirchen in Vorbach. Du bist ja lang wieder jetzt hier. Da jetzt rechts. Da war die Welt, wie man so schön sagt, noch in Ordnung. Also da gab es auch im Winter Eishockey auf dem zugefrorenen Weiher. Es gab dann im Sommer auch mal alternativ zum Fußball Rollschuh-Hockey auf der Straße. Es gab die Schnitzeljacht, wir sind geklettert. Konntest dir noch eine Mark verdienen, wenn du beim Nachbarn im Garten die Pflaumen gepflückt hast im Herbst oder die Äpfel. Also das ganze Rundum-Bewegungspaket war etwas umfangreicher als heute. Wo bringst du dich mal so richtig runter, Ruhepuls 30, ganz entspannt mal nicht an Fußball denken? Wenn es ganz extrem ist, brauche ich Dunkelheit und Stille. Also setze mich echt zu Hause irgendwo in dunklen Raum und muss dann halt ganz ruhig sein. Wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, dann hilft Joggen. Auch im Sommer dann mal ein bisschen Golf. Guter Golfer? Würde ich sagen, Parallelen zum Fußballer sind zu erkennen. Ehrgeizig, aber mit nicht viel Talent. Ach, bitte. Bitte. Betzenberg, Endstation. Alles klar, was bin ich schuldig? Ach so, wir fahren umsonst. Vielen Dank. Danke. Schönen Tag und alles Gute. Dankeschön. Danke.